Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, ich bin schon mal hierhin vorgewandert gerade, während hier der Vorabspann lief. Und ich habe auch noch ein bisschen was Offscreen gemacht. Ich habe ein paar Basen eingenommen und hier ein paar Außenposten, damit ich ein paar Punkte mehr zum Teleportieren habe. Das habe ich Offscreen einmal gemacht. Da oben ist auch immer noch eine Flugabwehranlage, die muss ich noch kaputt machen und irgendwo ist hier noch eine. Bei zwei gibt es, meine ich, noch. Ach ja, und ich habe versucht, auch noch ein bisschen Benzin zu fahren, aber irgendwie hatte ich da nicht so ganz viel Glück. So, ich will hier rein. Hey, Lasst mich rein. gute Arbeit mit der Rettung. Hab gehört, du hast Benitez den Arsch versohlt? Jo. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber mein Schlachtfeld ist hier. Ich bewache diese dumme Tür. Ja, mach das ruhig mit der Tür. Ehrlich, ich will raus aus dieser Scheiße. Ich habe gehört, es war jemand von Libertad, der unsere Leute gerettet hat. Okay. Ja, das war ich. Das war ich. Ich ganz allein. Kann ich gerade nicht. Ich kann die gerade nicht kraulen. Was ist hier los? Rudelbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay. Nein. Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Woo! Die hat tolle Ambitionen. Unsere Eltern und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das habe ich immer gedacht. Und dann eines Tages spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit einer Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez! Bermudez! Sehr sympathischer Typ. Demonstrieren, Flyer verteilen, einen Post von Clara Garcia liken. Fernandez, Jimenez, Peña. War natürlich sarkastisch gemeint. Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera. La Moral. Hallo, El Tigre. Vielleicht. Was denn? Gibt's eine Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral. Wenn ihr mich nehmt. Willkommen. Den mag ich. Den mag ich nach wie vor, den El Tigre. Wie schalten wir die Admiralin aus? Liegestütze! Das ist der erste Schritt zum Sieg! Das Grand Hotel, Danny. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Er hat es ihr trotzdem aufgezwungen, das Blut. Der Blutpakt wurde trotzdem geschlossen. Ich kann meine Mieze nirgendwo sehen. Du hast dir gerade in die Ich mag diese jungen Gehirn. So, von jedem einmal die Mission annehmen und dann im Nachhinein entscheide ich mich, welche ich zuerst mache. So. Oh, und du hast auch noch eine Mission. Aber natürlich kümmern wir uns um Hauptmission. So. Benitez besonderen Konvoi überfallen. Ein rätiger Goelo namens Hugo wird in einem Grand Hotel eingesammelt, also verhört. Das ist 800 Meter entfernt und El Tigres Einsatz. Ein verehrtes Mitglied retten. Ich mag El Tigre, deinen Job zuerst. Habe ich Hotel genommen? Also, ich soll mit dem Hotel anfangen, sagt der Chat. Ich habe übrigens endlich den Schlüssel gefunden, ne? Den ich letztes Mal so verzweifelt gesucht habe. Der war da, wo ich die ganze Zeit gesucht hatte. Nur auf dem Boden und nicht da oben. Wer hätte es gedacht? Was ist das für ein Vieh? Jetzt halt still! So. Mieze wird gekrault. Wer ist ein braves Kätzchen? Ja, du bist ein braves Kätzchen. Du frisst all meine Gegner auf.
Okay, einer findet direkt hier statt. Ne, das sind die Missionen, die ich gerade mache, ne? Warum ist eine direkt hier vorne? Hui! Und wieso ist hier jetzt so ein stark bewachtes Gebiet? Das war vorher nicht da. Ich brauche dafür den Modus und diese Waffe. Ja, das würde gehen, dass ich die dann durch die Wand erschieße. Die würden trotzdem mitbekommen, dass ich schieße. Ist das Ding. Okay. Den Truck soll ich nutzen. Ich kann dich an den Wachen vorbeibringen. Spring rein. Bin drin. Lasst mich raus. Du machst diese Mission? Aber hallo. Ich hab's getan. Wehe, du überfährst meine Mieze. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man entweder Informationen her oder sein Leben. Oder beides. Dann soll ich. Warum hast du einen Sitzplatz und ich nicht? Unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Komm, Mizi! Ich glaub an dich! Hast du vorhin einen Schritt schneller! Das ist die Stimme, die wir brauchen. Ist manchmal schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, weißt du? Am Ende werden wir gewinnen. Das verspreche ich dir. Die schafft das schon. So, ein Seefahrer. Was haben Sie zu melden? Ich könnte meine Katze auf die hetzen, aber ich glaube, das macht die Mission dann kaputt. Was wollen Sie hier? Lieferung vom Oberkommando. Alles klar, einmal aufpassen. Wir werfen einen Blick rein. Und los! Attacke! Auf Sie! Gönn dir! Guten Appetit! Es geht. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Problem gelöst, Katz hat's geregelt. Willst du, dass ich dich abschieße? Ich hatte heute Morgen Migräne. Und das ist auch schon alles. Bin bereit. Meine Katze hoffentlich auch. Ich weiß, es ist ein Panther. Beziehungsweise ein Jaguar. Bin mir nicht ganz sicher wegen der schwarzen Farbe. Ich habe die Lage im Auge und bin in Position. Die Zahnarzt muss schon bei ihm. Da war lecker Zeug. Der Zahnarzt, der kommt immer zu spät. Diese hier leider nicht. Hast du fein gemacht, Oluso. Auch nicht schön. Die Nacht Fieber zu haben. Du bist alleine, ne? Und Uso, gönn dir. So, wo komme ich am besten hoch? Hier nicht. Einfach auch mal eben kurz den Blutpakt begehen. Du, gönn dir. Ich mach weg. Der ist weg. Noch einer weg. Na, so weit reicht die Knarre nicht. Moral ist erst einmal sicher. Und erwischt. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Was denn? Das Hotel. Ich übernehme es. Wir haben hier den letzten Gegner. Hol dir! Los! Gönn dir! Ich meine ja nur. Frühstück!
Sag ich doch, Frühstück. Hallo? Warum läuft hier alles so langsam? Komm her. Das war easy. Das gehört jetzt La Moral. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor, was der von sich gibt. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Das ist eine Frau? Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der Gewalt? Ich will nicht gemeinsam, aber ich dachte, das wäre ein Mann. Jeder, der Yaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen, ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Ich glaube, die knallt dir gleich eine. Sicher, habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada. Und Kat, bin weg. Tschüss. Señor Presidente. Admiral, schön, Ihre Stimme zu hören. Admiral Benitez. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe... Das wissen wir halt wirklich nicht, aber ich dachte halt erst, das wäre ein Kerl. ...in diesem Krieg verantwortlich ist. Admiralin. Sie haben Unterstützung. Von Libertad und den... Im Übrigen, so wie der... El Presidente da drauf ist, denke ich mal, dass er gegen so etwas was gegen hätte, was du gerade ansprichst. Herr Morpheus. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Eine sehr nette Frau. Ich meine ja nur, ne? Also, der wirkt halt nicht wie der netteste Präsident der Welt, der irgendwie alles erlauben würde, im Gegenteil. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er gegen so etwas gegen hätte. Danny, wir müssen reden. Es geht um Castillo. Und um Libertad. Es geht um alles. Okay. Schieß los. Nein, nicht so. Komm zur Schule für die Verlorenen in Esperanza. Ich glaube, du kennst den Ort. Ja, das könnte man sagen. Bin unterwegs. Danny, du musst allein kommen. Oh. Nur du und ich. Ah, ein bekanntes Gesicht. Okay, da ist das fünfte Mitglied. Da ist irgendwas Iranisches. Ich würde mal sagen, erstmal das hier. Was sind das hier überhaupt für zigtausend Punkte? Alles, wo dieser einer Konvoi lang kommen könnte? Im Ernst? Was kann ich denn da Schönes gewinnen? Diese Grand Primus, die sind immer ganz lustig, aber ich verkack die jedes Mal. Mach mal hier einen Absprung, ne? Fliege ich so auch in die richtige Richtung? Ja. Ich würde dann hier Knuckleball bevorzugen, weil das näher dran ist. Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe bei Glücksspiel überhaupt kein Glück. Im Gegenteil. Es ist so, als ob eine Göttin des Glücks mich hasst, mich verflucht und mir in den Hintern tritt. Das ist mein Glück. Warum sind da unten eigentlich Palmen? In der ganzen Gegend stehen Laubbäume und hier sind dann so Palmen. Das ist ein tolles Passwort. Ich schaff das allein. Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Oh, Raketenwerfer. Die finde ich schon mal sympathisch.
Nee, die mag mich wirklich nicht. Ich bin lieber alleine. Schon gut. Dann schicken wir die Leute von Aleste an den Strand, während du Castillo alleine stürzt. Das war ein Scherz. Ich stehe schon vor der Zielperson. Ich nach deine Superfans zu rekrutieren. Wird so schnell nicht weiterziehen. Du siehst nach La Moral aus. Sagt euch der Begriff Knuckleball irgendwas? Na klar. Du brauchst uns beim Pass, richtig? Ja. Sie. Wir treffen uns dort. Du hast doch unsere Leute von dem Frachtschiff gerettet, oder? Ja. Mein Cousin war auf dem Schiff. Gern geschehen. Muchas gracias. Benaba, holen wir uns diesen Konvoi. Ich hol meinen Mörser. Zeit für den Mörser, Kompai! Oh. Ja, der Mörser. Alles, was Gravo macht, ist schon gut. So, Dennis ist in der Richtung nur 200 Meter entfernt. Kann ich dein Pferd haben? Schon gut, hab nicht gefragt. Da ist auch noch Benzin. Benzin brauche ich gerade am meisten. Und dann kriege ich nur eins. Habe ich mir nicht extra noch vor dem Stream hier die Rüstung angezogen, die einem mehr... Ja. Ich habe mir extra was hier reingezogen. An Ausrüstung, das mir erlaubt, mehr Benzin etc. zu finden. Und ich finde trotzdem so wenig. Also diese Benitez, beziehungsweise ihr Co-Moderator da, ne? Der gibt genau den gleichen Scheiß von sich wie Putin. Es gibt keinen Krieg. Davon haben wir noch nie gehört. Hab Chondron schon länger nicht gesehen. Also so in der Richtung. So hatte er anfangs reagiert. Wenn ich das Wort Knuckleball sage, klingelt da irgendwas? An den Hinterhalt am Pass legen. Den Konvoi platt machen. Alles mitnehmen, was sie haben. Und an Chondrons Seite kämpfen. Carajo, du bist aber bereit. Ich habe monatelang auf den Marschbefehl gewartet. Er ist richtig da bereit. Ist endlich kann ich mal meinen Raketenwerfer benutzen. Warum habt ihr alle Krabumzeug? Wird man ja ganz neidisch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Gab's einen Krieg? Ich habe nur gesehen, es gab Sprengungen. Ich muss mal eben kurz hier aufsprengen. Und los, so weg. Bleib mal da. Ich brauch das Benzin. Das zum Glück nicht hochgegangen ist. Noch mehr Benzin hier? Wie gesagt, ich brauche es dringend. Sonst kann ich die Base nicht verbessern. Hier, hier, Lusso. Bitte sag mir, du weißt, wo die andere Flugabwehranlage ist. Der Deserteur hat uns den Standort einer Flugabwehranlage verraten. Danke. Sie ist auf deiner Karte markiert. Danke sehr. Oh, sogar recht nah. Kann ich ja auch gleich kaputt machen. So, ich gehe jetzt erst dahin. Dann kann ich nämlich auf dem Weg zum anderen Teil gleich die Flugabwehranlage kaputt machen. Ich gucke mir das in der Regel sowieso an, wenn ich das noch schneide für YouTube. Muss ich die 200 Meter latschen. Warum bin ich eigentlich nicht so schlau? Hier ist doch eine Straße, oder? Nee, das zählt nicht als Straße. Das zählt als Straße. Ich baue ein Auto. Ich will nicht laufen. Ja, ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Könntest du bitte... Danke. Warum kommt hinter mir gerade ein Patzer angefahren? Ein Moment, der Panzer hat Vorrang. Hier muss ich auf die harten Geschütze gehen. So. Die Nebendinger sind kaputt. Ja? Aus.
Verrecken! Du sollst sterben! Ich habe ein Problem. Ich kann nur verbluten. Komm, hilf mir hoch, hilf mir hoch, hilf mir hoch! Danke! Ich hatte den Konvoi überfallen, bevor es eigentlich die Hauptmission war. Na, kaputt abgeschossen. Ich hätte vielleicht noch den Rest holen sollen, aber hat funktioniert. Mach das Ding auf. Oh, Gold. Jackpot. Damit ist der Krieg finanziert. Das wird uns weiterbringen. Sehr viel weiter. Munition. Karbumsal. Wir müssen mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit, Danny. Gut, dass hier so viel Benzin ist. Ich wollte schon aufspringen, aber du hast schon geöffnet. Okay. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Okay. Einer weg. Zwei weg. So, und da ist noch einer. Alle erledigt. Und mir sogar noch Drogen gegönnt. Oh, hier ist ein Liebesbrief für mich. Adel verpflichtet. Auch eine interessante Waffe. Ja, das ist ein Panther. Das ist meine Mizi. Mein Oluso. El Tigre? Das verriet doch mein scheiß Panzer! Na klar doch! Was hast du denn gedacht? Ich geh an die Kanone, du ans Steuer! Hauen wir ab! Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Panzer ist. Ich dachte, wir retten wirklich einen Menschen. Einmal durch. Weg damit. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Wo soll ich überhaupt hin? LOL! Der hat einen Flammenwerfer! Brenn! Okay, das ist ein Panzer nach meinem Geschmack. Hallihallo! Wie geht's denn so? Das Ding treffe ich nicht. Einfach weg. Da steht nix. Ein Moment, doch, uns hält was auf. Wenn ich schon hier bin? Die Kiste hier wird eben schnell mitgenommen. Muss ich wenigstens nicht nochmal hier hin?
Und eventuell sollte ich den Wagen reparieren. Ich brauche eine Karre. Der hat ja fast gar nichts abbekommen. Ey, Tigre, du willst vielleicht einsteigen? Ey, Tigre, ich fahr ohne dich los. Klappt doch wunderbar. Aus dem Weg. Ja, wenn der nicht mitkommt, kann ich doch nichts für. Er steht ein bisschen doof im Weg. So, hier jetzt runter. Okay, er hat dem Heli runtergeschossen. Gut, weil sonst hätte ich jetzt drauf geschossen. Aber nice, Panzer mit Flammenwerfer. Okay. Der Zeitpunkt. Das macht echt verdammt Spaß. Es geht um Lobo. Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich würde gerne noch eine Geschichte über dich, Lobo, und die Legenden hören. Aber ich hab grad zu tun. Aus dem Weg. Du versperrst einen Notausgang. Der Panzer ist festgefahren. Doch nicht. Ein Glück. Komme ich hier überhaupt durch? Bleibt mal weg. Ja, das merke ich. Ich kann übrigens die Musik gerade nicht abstellen, ne? Okay. Oh, ich glaube, Carlitos ist meine neue Lieblingslegende. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Aber ich verstehe dich. Oh. Hab falsch gezielt, offenbar. Oder? Nee. Was man auch immer hier kaputt machen konnte, ich hab's kaputt gemacht. So, und weg damit. Okay. Bin drin. Das ist ein toller Panzer. Nein, nicht. Lorenzo, wie schön. Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Ja, sehr robust. Du jetzt auf diesem Berg fest. Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei.
wenn alle frei sind. Sehr sympathische Opas. Schon okay. Komm schon. Das ist ein echt cooler Panzer. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verabschieden und nur die Wahrheit. So, Munition ist aufgefüllt. Lobo hatte ein Talent dafür, leeres Gerede zu entlarven. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so froh, uns und Carlito zu sehen. Froh, dich und Carlito zu sehen. Hör auf mich. Okay, die haben ihren Moment gerade. Wo bin ich gerade überhaupt? Ernst gemeinte Frage, wo bin ich? Ah, da. Okay, hier mache ich jetzt einen Absprung und hol mir das eine Teil. Danach mache ich, glaube ich, noch einen Absprung und hol mir das andere Mistding. So, jetzt bin ich mittendrin. Okay, das könnte man mit einmal Raketenwerfer richtig gut lösen. Da ist der Befehlshaber. Was für Scharfschütze? Ich sprenge! Das hier können wir ruhig mal anders regeln. Danke. Da drüben ist noch mehr Futter. Ja, hier habe ich das Problem, hier kann mich keiner hochheilen. Soll ich wieder da oben landen und dann einfach mit dem Feuerwerk da einmal reinballern, was das Zeug hält. So, alles Fratze. Wie bist du reingekommen? Ach, ich bin gefragt oder am besten gar nicht weiter. Ich will jetzt halt nur die Flugverbotszonen hier wegnehmen, damit ich die letzte Narre kaufen kann. Okay, da ist ein bisschen Benzin. Hier ist auch noch mal ein bisschen was. Ach, da ist auch das Uran drin. So, und jetzt kann ich es mir eigentlich schon kaufen. Nein. Tschüss. Hier muss ich gut aufpassen. So, wo ist die Gesellschaft? Los, los, auf was? War ich nicht. Hol dir Frühstück. Der ist tot. Und Frühstück. Komm zurück.
Mitte getroffen, hab gewonnen. Also das war easy. Ein paar FND-Kisten wurden aufgedeckt. Okay. Damit wäre das Ding auch weg. Jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Uran. So, dann kann ich mich ja jetzt hier importen. Kann ich verbessern? Ja, kann ich. Auch nur eins. Und zwar die Kantine. Wie ein verdammtes Fünf-Sterne-Hotel. Kantine ist wichtiger. Weil da kann ich mich boosten. Bei der Angelhütte kriege ich einfach nur ein Ausrüstungsteil für das Angeln. Anton Castillos Paradies. Okay. Jetzt habe ich diese Tacos. Also was es hier für Effekte gibt manchmal, ne? Dies ist unsere Hölle. So, jetzt fällt nur noch eins. Ich brauche nur noch 160 Benzin und dann ist die Basis hier fertig. Dann habe ich die perfekte Fischerhütte. Und dann kann ich auch fischen, ohne die Angel nutzen zu müssen. Ja, doch, prima geklappt heute. Erst 15. Der Park war voller Leute, die über ihre Telefone im Internet waren. So, ich muss irgendwo hin, wo ich kaufen kann. Hier konnte ich kaufen. Dann kaufen wir uns nämlich eben kurz noch die letzte Juan-Waffe. Aber wofür brauche ich dann die letzten 100 Uran? Halte durch. So, El Besito. Gekauft. Jetzt kann ich nur noch das Zeug kaufen, was ich eh nie brauche. Vorherrschaft abgeschlossen. Jetzt kommt ein Anruf von Juan, oder? Nee. Alle Supremus. Und alle Hyperwaffen. So nenne ich es mal. Wo ich mir auch die Aufbesserungen komplett alle gönne. Okay. Der Druck baut sich schneller auf und die Gasbeutel verbreitet sich schneller. Das ist halt so eine Gaswaffe. Die macht keinen Schaden, die ist einfach nur zum Vergasen. So, Juan sollte doch richtig glücklich sein jetzt. Ja. Ich würde sagen, ich habe damit für einen Abend genug geleistet. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf YouTube ein Abo und ein Like da lassen, bei Twitch ein Follow. Ich mache dann jetzt hier für heute Schluss. War ganz spaßig. Ich wünsche damit dann jetzt noch eine wunderschöne Tageszeit, je nachdem, wann ihr das guckt. Und bin dann jetzt auch für heute raus.